Herzlich willkommen zu diesem Entropy-Video-Guide zu den Faction Champions. Ja, bei den Faction Champions spiele ich wieder meinen Paladin. Allerdings muss ich mal gleich vorweg sagen, dass ich ihn hier Retri spiele und ja dafür diverse Sachen nicht eingestellt habe. Also wenn ihr denkt, warum macht der Noob nicht hier Freiheit und so, dann liegt es daran. Ja, Faction Champions an sich, ihr kennt sie aus dem normalen Mode, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Von daher wisst ihr, was euch erwartet. Es ist im Prinzip genauso wie im normalen Mode, so als Änderung, nur dass sie zum einen mehr HP haben und zum anderen ein wenig mehr Damage machen. Also von den Änderungen her war es das eigentlich auch schon. Allerdings, falls ihr bislang auch, also wir haben das immer so gemacht, dass wir Tanks dazu benutzt haben, die gut an sich zu binden, also mit Taunt und Stun, also das kann man immer ganz gut machen, dass man die eigentlich raustauntet, irgendwo wegstunt und so weiter und so fort. Das geht nicht mehr, also im heroischen Modus sind die Stun, ach Quatsch, Stun immun natürlich nicht, aber Taunt immun. Von daher könnt ihr ihn nicht taunten oder ja, also mit gar keinem Spot geht das, aber der Death Knight kann das zum Beispiel weiterhin, ihr seht hier zwischendurch den Enhancer-Schaman der Gegenseite, der ist ja immer wieder in diesen, ja, Eisteilen von dem unserem Death Knight, das geht wunderbar, als Death Knight wirklich das Ganze hinzukriegen. Ja, jetzt kriegen wir dann irgendwann auch diesen Baum hier tot. Da hatten wir ein paar kleine Abstimmungsprobleme hier mit unseren Leuten. Aber mein Gott, es war immerhin der erste Versuch hier für einige im Heroic-Modus, von daher geht es in Ordnung. Ja, wir machen das hier in dieser Version so, dass wir zuerst auf den auf die Heiler gehen. Ihr habt das gesehen, wir haben gerade den Druiden gemacht, jetzt machen wir den Paladin hier. Und ja, das hat natürlich den Vorteil, dass dann nach nicht mehr geheilt werden kann. Allerdings hat es auch den Nachteil, wie ihr gerade gesehen habt, oder wie ihr im Verlauf auf jeden Fall noch sehen werdet, dass Leute von uns sterben, weil wir natürlich alle Damage-Dealer von denen am Leben lassen. Und jetzt zum Beispiel seht ihr hier die Bubble vom Paladin, die müsste natürlich vom Priester entfernt werden. Ja, wie alle Sachen. Das ist im Prinzip genauso, als wenn ihr PvP spielen würdet gegen ein anderes Team. Solche Sachen halt wirklich anwenden. Seelen kann man entfernen, also ja, Magie entfernen vom Gegner und so weiter und so fort. Ja, ansonsten ist es wirklich so, dass wir es halt hier so gefahren sind, dass wir die Heiler zuerst getötet haben und danach sind wir mit den Damage-Healern angefangen. Ich laufe jetzt hier ein bisschen ziellos durch die Gegend, weil wir uns nicht ganz genau sicher waren, was wir jetzt als nächstes machen. Aber haben uns dann doch für den Enhancer entschieden, den ich jetzt hier auch angehe. Und ja, wichtig ist wirklich, dass ihr euch absprecht, wann, wie ihr wo Crowd Controls durchführt. Crowd Control ist, ihr wisst es, ist diese Fähigkeit eben andere Leute zu kontrollieren, sei es durch Schafe, Vieren, wie ihr gerade hier die Katze seht, die weggefiert wird, Stunts, Cyclone vom Druiden, Wurzeln vom Druiden kann man mit wunderbar machen. Die Death Knights habt ihr ja gerade ziemlich eindrucksvoll gesehen, was unser Death Knight gemacht hat, bis er gestorben ist und so weiter. Solche Sachen kann man da eben wunderbar anwenden. Und ja, falls ihr jetzt immer zwischendurch mal so ein kleines Klicken hört, liegt einfach daran, dass ich relativ erkältet bin, Entschuldigung dafür. Aber das lässt sich leider nicht abstellen. Ja, die andere Sache ist die, ich würde euch empfehlen, wenn ihr wirklich versuchen wollt, die Heiler anzugehen, dass ihr vorher aufteilt, dass zum Beispiel ein Magier und ein Hexenmeister können zum Beispiel einen Tage wirklich komplett rausnehmen, indem sie es, wie gesagt, vieren. Und wenn es 4 immun ist, durch den sogenannten Diminishing Return, nach 3 Mal wird es ja 4 immun, kann man es dann cheaten, da muss man sich natürlich dann absprechen, aber vielleicht kann man sich dann Whisper-Makros machen und so weiter und so fort, vorher eben absprechen, ich mach den, du machst den, so kann man da wirklich viele Targets rausnehmen, das machen natürlich hier die NPCs auch, daher solltet ihr das auch, wie gesagt, genauso machen. Je länger der Kampf geht und je mehr von ihnen sterben, desto leichter wird es natürlich auch für euch, sie zu kontrollieren und das Ganze überhaupt zu kontrollieren. Der Damage wird natürlich irgendwann weniger, beziehungsweise die Heilung jetzt in dem Fall. Ja, die andere Alternative ist zu der Sache, die wir gemacht haben, ist, dass ihr einfach die Heiler crowd-controlled, also dass man zum Beispiel im 10er sind es nur 2 Heiler, im 25er sind es glaube ich 3 oder 4, dass ihr da euch einfach wirklich aufteilt, dass Leute eben die Heiler komplett rausnehmen, also dass da gefiert wird, dass da geschiebt wird und so weiter und so fort. Müsst ihr allerdings beachten, dass wenn noch jemand anders da ist, der Schiebs und so weiter entfernen kann, dass ihr den dann vielleicht auch kontrolliert, weil sonst habt ihr natürlich ein Problem,
Ne, das ist ganz klar, das muss natürlich dann gemacht werden. Auf der anderen Seite müssen natürlich auch Sachen von euch entfernt werden, die wichtig sind. Da müsst ihr allerdings auch aufpassen, da gibt es natürlich auch vom Warlock, der macht hier die sogenannte Unstable Affliction. Und wenn ihr die entfernt, falls ihr es aus dem PvP-Bereich kennt, dann seid ihr selber halt gesilenced, also könnt nichts mehr sagen, sozusagen, also keine Zauber wirken oder sonst irgendwas. Ja, ihr seht jetzt hier, wir kümmern uns um den letzten der Faction Champions, das ist insgesamt, wenn man es richtig koordiniert, ein wirklich einfacher Encounter. Ich habe ja am Anfang gesagt, im normalen Guide, dass es der einfachste ist. Das ist definitiv nicht so. Aber es muss halt eine gewisse Koordination. Für Leute, die es wirklich schaffen, hier in den heroischen Modus zu kommen, ist es auf jeden Fall auch wieder leichter wie die Northrend Beasts. Allerdings schwerer wie Jaraxxus. Also ich würde sagen, Jaraxxus ist der leichteste Encounter. Dann kommen die Faction Champions, dann die Northrend Beasts und dann geht es eben weiter. Twins und Anubarak, das ist schon richtig aufgeteilt. Aber im Prinzip, auch in unserem Main Raid haben wir hier, ich glaube, 2 Versuche gebraucht. Mit den Northrend Beasts waren es 4 oder 5, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ihr seht da eben schon die Unterschiede. Ja, wirklich aufpassen ist einfach wirklich wichtig, dass ihr vorher absprecht, was ihr genau macht. Vielleicht auch Targets verteilen, die dann ins Fokus-Target setzen und so weiter und so fort. Einfach wirklich zusammenarbeiten, ganz normal und souverän, dass ihr eben wirklich wisst, was der andere macht und dass ihr nicht irgendwie für euch alleine irgendwas entscheidet, sondern da wirklich zusammenarbeitet und nicht ja, als alleiniger Spieler klappt das hier nicht. Ihr müsst wirklich ein Team bilden und eben das andere Team, die Horde in dem Fall, zunichte machen. Wie ihr es macht, ob ihr die Heiler zuerst macht oder ob ihr die Damage-Healer zuerst macht, das sei mal euch überlassen. Das ist eben wirklich die Frage, was da das Sinnvollste ist. Ich persönlich denke, das kommt auf den Raid an und auf die Situation, was man für Leute hat, wie gut das alles klappt. Kann beides klappen. Also es ist nicht so, dass eine Sache besser ist wie die andere. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und danke euch fürs Anschauen. Wiedersehen.